So eine nette Partialbruchzerlegung. Im Zähler steht also x hoch 4 plus 1. Im Nenner ein Polynom, einen Linearfaktor zum Quadrat und ein irreduzibles Polynom auch zum Quadrat. Weil der Grad im Nenner höher ist als der Grad im Zähler, können wir dieses Ding sofort zerlegen und können sagen, das ist gerade gleich. Das Integral a dividiert durch x minus 1 zum Quadrat plus b dividiert durch x minus 1 plus cx plus d dividiert durch x Quadrat plus 1 zum Quadrat plus ex plus f dividiert durch x Quadrat plus 1. Das Ganze mal dx. A bestimmen wir durch Zuhalten. Das bedeutet, wir multiplizieren mit diesem Faktor. Dieser Faktor steht dann hier und hier und hier. Wir setzen für x gleich 1 ein, dann sind diese Faktoren alle 0 und auf der einen Seite steht nur noch a. Der wurde wegmultipliziert. Hier steht, wenn ich für x 1 einsetze, 1 hoch 4 plus 1 ist 2. 1 Quadrat plus 1 ist 2, zum Quadrat ist 4 und damit a gleich 1/2. Wir bringen diesen Term jetzt auf die andere Seite, die wir vorher noch mit 2 erweitern. Dann steht hier also 2x hoch 4 plus 2 dividiert durch 2 mal x minus 1 zum Quadrat mal x Quadrat plus 1 zum Quadrat. Aus der Plus wird ein Minus und hiermit muss noch erweitert werden. Und das ist dann gerade ein x hoch 4 minus 2x Quadrat minus 1 nach der ersten binomischen Formel. Also mit diesem Faktor hier multipliziert und diesen Faktor nach der ersten binomischen Formel ausmultipliziert zu x hoch 4 minus 2x Quadrat minus 1, negativ, weil alles auf die andere Seite gebracht wurde. 2x hoch 4 minus x hoch 4 gibt x hoch 4 minus 2x Quadrat plus 1. Und hier sieht man die zweite binomische Formel in der Arbeit. 2 mal x minus 1 zum Quadrat und x Quadrat plus 1 zum Quadrat. Und das ist jetzt gerade gleich. A Quadrat minus 2ab plus b Quadrat ist x Quadrat minus 1 zum Quadrat. Den Nenner schreiben wir ab. Und das ist die dritte binomische Formel. Das ist also x minus 1 zum Quadrat, x plus 1 zum Quadrat und das Ganze wieder geteilt durch unseren Nenner. Weil sich jetzt das x minus 1 zum Quadrat hier und hier gleich rauskürzen lässt, bleibt der Faktor b gleich 0. Normalerweise lässt sich der Term nur einmal durch x minus 1 kürzen und als nächstes würde dann b mit Zuhalten bestimmt. Lässt sich dieser Wert x minus 1 gleich quadratisch wegkürzen, dann ist der b gleich 0. Und wir gucken mal, was übrig bleibt. Wir haben jetzt also über ein x plus 1 zum Quadrat und im Nenner haben wir stehen 2 mal x Quadrat plus 1 zum Quadrat. So, hier können wir wieder eine binomische Formel anwenden, die erste. X Quadrat plus 2x plus 1 dividiert durch. Und hier steht eben 2 mal x² plus 1 zum Quadrat. Und hier steht 2 mal x² plus 1 zum Quadrat. Ich habe das also gleich in zwei Terme auseinandergeholt. Das Plus brauche ich nicht mehr. Wie gesagt, einfach den Zähler mit der ersten binomischen Formel durcheinander dividiert. Und jetzt geht es weiter. X² plus 1 lässt sich kürzen. Das heißt, hier habe ich jetzt stehen 1 dividiert durch 2 und x² plus 1. Und wenn ich mir den anderen angucke, dann lasse ich hier die 1/2 auch vorne stehen und dann habe ich hier 2x dividiert durch x² plus 1 zum Quadrat. Und das ist die Vater-Sohn-Struktur. Und damit können wir das Integral endgültig aufschreiben und lösen. Wir haben jetzt also das Integral, den a erstmal aufgeschrieben. A hatten wir festgestellt, dass der 1/2 ist.
Also 1 halb dividiert durch x minus 1 zum Quadrat plus 0 dividiert durch x minus 1. Jetzt kommt plus der Term mit dem Quadrat, das ist 1 halb mal 2x dividiert durch x Quadrat plus 1 zum Quadrat. Und jetzt kommt nochmal 1 halb mal 1 dividiert durch x Quadrat plus 1 und das ganze Integral in dx. Beim ersten Term müssen wir nur wissen, wenn wir x hoch minus 2 integrieren, kommt x hoch minus 1 durch minus 1 raus und das ist auf gut Deutsch minus 1 durch x. Wir haben also die 1 halb abzuschreiben und hier steht also 1 dividiert durch 2 mal x minus 1 und das Vorzeichen ist negativ. Der zweite Term ist sowieso 0. Und jetzt haben wir hier eben den Fall eines Vater-Sohn-Integrals. Das heißt, wenn ich den x-Quadrat ableite, dann entsteht der 2x. Und deswegen haben wir denselben Effekt, den wir hier hatten, schon mal. Und dann kann ich sofort wieder hinschreiben, das ist minus 1 halb mal 1 dividiert durch x-Quadrat plus 1. Und wenn ich jetzt diesen Term hier ableite, dann sehe ich sofort, dass der andere Term rauskommt. Ich müsste also jetzt erstmal nach der Regel x² plus 1 minus 1 die minus 1 nach vorne schreiben. Dann steht hier eine Plus. Dann steht die Klammer hoch minus 2 da. Dann steht die innere Ableitung da. Und ich sehe sofort, die Ableitung von dem Term gibt den Term. Wer das nicht sofort sieht, kann auch x² gleich z substituieren, aber das Vater-Sohn-Integral hat das wirklich nicht nötig. Und hier haben wir ein bekanntes Integral, das ist 1 halb mal Arcus Tangens x. Nicht zu vergessen die Integrationskonstante und c Element r. Wir gehen also nochmal alles durch. Wir haben hier im Prinzip den Term 1 durch 1, im Prinzip x² im Nenner. Und x² im Nenner wird eben im Prinzip so verarztet. Der nächste Term ist sowieso 0. Hier haben wir im Prinzip wieder den Term x² im Nenner. Der 1 halb ist einfach ein Vorfaktor. Und wenn wir x² ableiten, brauchen wir uns um den Rest nicht mehr zu kümmern. Wir können also genau dieselbe Ableitungsregel, die wir hier gemacht haben, oder Integrationsregel auch anwenden und sagen, das ist einfach ein Faktor. Und hier haben wir den Arcus Tangens. Wie würde ein solches Integral mit Substitution gehen? Wenn ich das Integral 2x durch x² plus 1 zum Quadrat dx hätte und ich würde x² plus 1 gleich z substituieren zum Beispiel, dann würde ich dort erhalten 2x dx ist gerade dz und dann hätte ich dort stehen, das Integral 2x dx ist also dz. Und hier unten hätte ich stehen x² plus 1, das wäre z². Und das wäre also minus 1 durch z. Und das wäre minus 1 durch x² plus 1. So, mal gucken, ob wir alles richtig gemacht haben. Ich denke, wir haben alles richtig gemacht. Ist genau das, was hier ist. Die 1 halb ist einfach ein Vorfaktor, den ich jetzt hier nicht beachtet habe. Ja, ich denke, damit ist das Integral gelöst und ich kann das Video beenden. Ach so, wer natürlich hier nicht auf diese Idee kommt mit der nochmaligen Anwendung der binomischen Formel, der kann natürlich an dieser Stelle hier auch sagen, ich setze diesen Term hier gleich diesem Term hier. Und dann natürlich ohne das dx, dann kann er anfangen, das Ganze mit x² plus 1 zum Quadrat zu multiplizieren. Hat ein Gleichungssystem, Koeffizientenvergleich genannt, mit den Termen 1, x, x² und x hoch 3. Und kann das auflösen und bekommt dann eben wieder raus, d gleich 0, c gleich 1, f gleich 1 halb, e gleich 0. Und dann ist er irgendwann auch an derselben Stelle. Und hier ist es eben wesentlich einfacher, wenn ich den ausmultipliziere, kann ich eben sofort durchkürzen und kann mir das Gleichungssystem sparen.